keine Menschlichkeit. Okay. Komm, stirb. Nein! Nein! Oh, Mann. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Diese Scheißratten, die sind so blöd zu treffen mit dem Zweihänder manchmal. Aber eigentlich sollten wir es zum... Okay, Kumpel, was auch immer du jetzt machen willst, ich kletter jetzt hier hoch. Haben wir das Shiny schon aufgesammelt, das wir runtergeschmissen haben? Hm. Na egal. Einmal hier lang. Oh nein, das war nicht gewollt. Das war auch nicht gewollt. Das ist gewollt, ja. Hurra! Vielleicht hätten wir uns heilen sollen. Und das war eine Abkürzung zum Leuchtfeuer, das war so gewollt, ja. Scheiße. Ich habe nicht aufs Leben geachtet. Das kommt von der Hektik dann in dem Moment. Es hätte geklappt, hätte ich mich geheilt. Naja. Hätte. Fahrradkette oder wie auch immer. Na klasse. Ach, trifft uns nicht. Gut. Und wo liegen unsere Seelen? Großzügig unten oder liebhaft oben? Wahrscheinlich eher liebhaft oben. So, und wo war diese Leiche, die wir runter... Die haben wir hier, okay. Jetzt schmeißen die Speere wie wild, ist klar. Macht nur weiter, wir gehen jetzt weiter. So. Hier kann man doch auch noch hochrennen. Wir gehen jetzt erstmal wieder hier hoch, denn das, wir sind noch nicht ganz fertig. So, hier ist eine Sackgasse, habe ich euch jetzt effektiv gezeigt. Ich dachte, man kommt noch auf den Turm. Ich dachte, man kann da hoch. Hm. Hä? Bin ich jetzt echt so neben der Spur? Nein, da geht's hoch, ja. Hier, genau. Aber... Da sind halt eben auch ein paar Harpien auf dem Weg. Die das nicht so gut finden und die uns wahrscheinlich töten werden. Da haben wir schon die Nummer 1. Nein, falsch, nein, falsch. Oh, knapp. Okay, das war eine. Ah, da sind aber, ist aber noch eine Minimum. Ich habe Angst, dass die uns auf den Kopf springen und uns dann irgendwie runterschmeißen. Das ist die nächste, okay. Hm, mach was, ja. Okay, okay. Nicht nervös werden. Trink einen Schluck, Kumpel. So. Okay, da ist noch etwas. Roter Symbolspeckstein. Okay, wie kommen wir jetzt an dich ran? Wir kommen nicht an dich ran, dann sterben wir. Naja, dann lassen wir dich jetzt halt leben. Der rote Symbolspeckstein, wofür braucht man den? Ja, den braucht man, um andere Spieler in ihrer Welt anzugreifen. Da kann man halt eben als rotes Phantom invaden, beziehungsweise hauptsächlich fürs PvP gut, da du eine Signatur hinterlässt. Und die können... Ey! Du hast schon vor mir gestanden, du blödes Mistding, Woody Woodpecker. Das ist jetzt echt gemein. Und andere Spieler müssen halt eben draufklicken, um euch dann zu beschwören. Ah, das war ja gemein. Okay. So. Haben wir hier noch was liegen? Nope. Nope. Was war das? Ist da was runtergefallen? Okay, das scheint ein lebendiger, untoter Drache zu sein. Der Kampf an sich ist recht simpel. Denn das Vieh geht nicht weiter als bis dorthin. Aber... Ich glaube, der kotzt die ganze Zeit Gift. Kann ich dem auf den Fuß hauen? Ich glaube ja. Okay, er kotzt das Gift dahin. Finde ich gut. Mal weg hier. Okay, Akku, Akku. Schaden kriegt er recht angenehm. Oh oh, ich möchte gerne hier hoch, danke. Kurz geradeaus.
Okay, dann nicht. Oh, oh. Oh, das war gar kein kurzen. Egal. Lange macht das nicht mehr. Ja, ich will hier weg. Und stirb. Oh, du lebst noch. Na dann. Yeah. Oh, da liegt was. Da liegt was. Da liegt was. Ein Drachenstein, naja, immerhin. Ein Blutschild, der ist gut, der senkt, glaube ich, der erhöht, glaube ich, die Blutungsresistenz. Und was das hier ist, das weiß ich immer noch nicht. Ich habe keine Ahnung, das sieht auch aus wie so ein vergammeltes Drachenvieh. Da kann man zwar draufhauen, aber sieht keine Lebensleiste, gar nichts. Man macht zwar den Sound, als würde man treffen. Aber, ja. Ich krieg's nicht getötet. Man kann's auch nicht anvisieren. Oh oh, was war das? Was denn jetzt? Ach du Schande. Ach du Schande. Ach du Schande. Das habe ich ja noch nie geschafft. Hallo? Ich wusste nicht, dass das geht. Das Ding eine Lebensleiste? Das scheint die untere Hälfte vom Drachen zu sein. Okay. Intritt das Ding. Hat aber keine Lebensleiste. Ja, wir hauen jetzt nochmal drauf, so. Das wusste ich nicht, dass der das kann. Aber ich glaube, sterben kann er jetzt wirklich nicht. Jedenfalls, wir müssten halt eben unten durch. Normal bewegt sich das hier, glaube ich, gar nicht. Hm. Wie wir das jetzt aufgeschreckt haben, wundert mich eigentlich sogar. Okay, wir lassen es leben. Ich dachte zuerst, das wäre jetzt so ein Vieh wie aus Isalid, das gleich anfängt, uns tot zu trampeln. Aber es ist nur ein überraschender Gegner, sagen wir es mal so. Ich wusste nicht, dass dem seine Beine aufstehen. Naja. Wo geht's wieder runter? Wo geht es jetzt? Ging es hier runter? Ich glaube ja. Ja. Gut. Jetzt können wir nämlich durch diese Tür hier unten rumrennen. Wo aber auch noch irgendwas auf uns wartet, glaube ich. Ja, ein kleiner Gegner da hinten. Mit einem Bogen. Oh mein Gott. Oh oh. Nicht cool. Ich glaube, hinter uns ist auch was. Ja, Mist. Oh. Mann. Jetzt hat er mich doch noch getroffen. Okay. Das war das. Ja, ja, komm, mein Freund. Oh, da sind welche hochgeklettert. Naja. Wow, das sind ja nicht nur ein paar. Mist, der hat uns getroffen. Okay, hier gibt's Gutseelen. Oh, was bist denn du? Bist du der Eisentakus? Du erinnerst an Eisentakus, weißt du das? Du bist der Eisentakus. Hör auf! Aber du bist nicht gerade stark in dieser Version. Große Scherbe, immerhin, danke. Was wir jetzt noch machen, ist, eine Menschlichkeit auszurüsten, da wir nicht mehr viele Flasks übrig haben. Und ich nicht weiß, wie gut wir den Boss schaffen werden. Ja, ich bin jemand, der sie tötet und nicht leben lässt. So. Auch wieder so eine verlassene Gegend. Alles nur gezeichnet eigentlich. So. Ja, den Schweif könnte man abschlagen. Dann gibt's, glaube ich, eine Peitsche. Keine Ahnung. Müssen wir schauen. Vielleicht kriege ich es hin. So, der Witz hier ist, das ist ein optionaler Bosskampf. Ihr müsst nicht gegen Priscilla kämpfen. Who art thou? One of us thou art not. If thou hast misstepped into this world, plunge down from the plank and hurry home. If thou seekest I,
Thine desires shall be requited not. Ja, wie gesagt, sie will, dass wir hier verschwinden. Die liebe Priscilla, sie würde uns nicht mal töten. Sie würde uns einfach gehen lassen. So, ja, sie ist ein wunderschöner Gegner, finde ich auch. Thou must return it whence thou came. This land is peaceful. Its inhabitants kind, but thou dost not belong. I beg of thee. Plunge down from the plank and hurry home. Ja, das hätte sie gern von uns. Wenn wir es nicht machen, kämpft sie gegen uns. Aber das werden wir natürlich nicht machen, denn wir sind nicht so happy. Problem an ihr ist, wenn man sie bekämpft, ihr werdet sehen. Mal schauen, ob wir jetzt ihren Schweif abgeschlagen bekommen. So, welchen machen wir dann am besten? Sprungangriff? Sprungangriff. Okay, wir haben verfehlt. Das ist okay. Kann passieren. Gehen wir mal einen Schritt zurück. So. Sie wird nämlich unsichtbar. Und man muss schauen, dass man ihre Fußstapfen im Schnee sieht. Und danach kann man dann schließen, wo sie steht. Man sieht aber keine Lebensleiste, gar nichts. Okay, da war immerhin die Waffe. Das war, glaube ich, nichts. Da sind Füße. Ja, da ist sie. Nein, das war nichts. Oh, da haben wir so. Wir laufen gegen sie. Ah, sie ist da, sie ist da. Komm her. Ja, wir haben getroffen. Ich wüsste gern, wie das Leben aussieht. Ach, Priscilla, sei nicht so zimperlich. Oh, was ist denn jetzt? Sie ist sichtbar geworden. Ha. Ja, wie gesagt, sie ist eigentlich recht zahm, aber wir nehmen sie halt eben mit. Und man kann sie nur anhand der Fußstapfen sehen, so. Hier kann man jetzt, glaube ich, noch eine Rüstung finden. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Deswegen machen wir jetzt mal kurz Partie beenden und schauen dann wieder rein. So, Start, Spiel laden. Zack. Und dann gucken wir, ob die Rüstung da liegt. Ich weiß nicht. Ach nein, ich glaube. Ah nein, ich glaube, das ist nur, wenn man diesen Typi besiegt, wo ich euch gesagt habe, man muss menschlich sein. Dann liegt das Zeug vielleicht dann doch hier. Egal. Ja, und so kommt ihr wieder heim. Ihr müsst sie, wie gesagt, nicht töten. Ein Heimkehrknochen, yay. Ja, jetzt sind wir wieder bei den Bildermalern hier. Den Heimkehrknochen können wir ja jetzt nicht wirklich gebrauchen, da wir ja dann wieder in der Welt landen würden. So, weg mit euch. Wir wollen hier eigentlich wieder gemütlich raus ans Leuchtfeuer, das Herrschergefäß dann mal platzieren gehen. Oh, Loot. Nur ein Wurfmesser. Oh nein, 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 nein. Ah. Nein, du auch nicht. Ach Mist, wir haben den Lock abgebrochen. Auch nur Wurfmesser. Oh, Gemäldehüterschwert. Das ist schön. Das ist eine interessante Waffe. Für Dexterity-Builds sehr interessant. Wir werden nicht nein, gut. Auch okay. Okay, ich glaube, wir brauchen uns nicht mehr heilen. Den kriegen wir auch noch so getötet, schätze ich mal. Ja. Gut. Sehr gut. Auf zum Leuchtfeuer. Da müssen wir einfach nur hier eine Etage tiefer rennen, glaube ich. Da müssten wir in dem Grabmal der Könige dort sein. Na los. Ja, gut. Wunderbar. Dann können wir auch ein Level abmachen und können uns dann porten. So. Ja, ein Level up. Porten, Gefäß platzieren, mit KT sprechen irgendwann. So, aufsteigen. Was machen wir denn?
46 haben wir. Oh, wir können zwei Level machen. Das ist schön. Dann machen wir einmal Kondition, zweimal Kondition. Einmal Kondition und einmal. Jo, einmal Leben, so. Teleportieren uns. Welches war es denn? Wo ist denn der Feuerbandschrein? Ganz oben natürlich, wo er hingehört. So, und jetzt kommt die Sache mit Framed. Wenn ihr mit dem redet, werdet ihr nicht auf KT treffen können. Es ist einfach so. Das, also wenn man das anders macht, also wenn man das zufällig erreicht, ist das interessant. Man kann ganz einfach das Herrschergefäß platzieren, indem man runtergeht und ja, sich einfach runterrollt in die Grube. Und dann mit dem Heimkehrknochen zurückkehrt und den hier komplett ignoriert. Hallo, ich hasse dich. Seht ihr, das passiert dann. So. Dann könnt ihr ganz ohne Framts Hilfe das Herrschergefäß platzieren. Ja, zufällig könnt ihr dann noch an dem Ding rasten. Und ja, jetzt müssen wir halt eben die Fürstenseelen besorgen oder die Fragmente, je nachdem, welchen Boss ihr betrachtet. Und ja, aufsteigen können wir nicht, teleportieren können wir. Machen wir auch und wir teleportieren uns nach Anor Londo. Denn unser nächstes Ziel ist es, uns den Anhänger für den DLC zu besorgen. Davor gehen wir aber noch die Riesenglut aus den Katakomben besorgen. Also aus dem Grab der Riesen. So. Denn dann können wir die Axt Großdämon, Großaxt auf plus 15 erhöhen. Und dazu brauchen wir eben diese plus 15er Dingens. Ja, und das möchte ich demnächst mal machen, dann können wir sie auch mal benutzen. Dann sind wir alle glücklich und zufrieden und leben so bis ans Ende unserer Tage oder zum nächsten Leuchtfeuer. Komm, klopp mit deinem Schild auf mich ein. Ach, stell dich so an, du Spackofatz. Yeah. Heute bist du aber Poise-Breaking. Komm, mit deinem Schild, mach es. Ja, genau. Nein. Nicht cool. Ich hab mich doch verklebt, das hast du doch gesehen. So. Ja, ja, mach nur. Spack. Jetzt soll ich ein bisschen Rücksicht auf mich nehmen können, also bitte. Sieht, dass ich mich verklicke und haut unbeirrt weiter. Zu. Gluck, 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 gluck. Ah ja, jetzt können wir endlich durch dieses lustige Ding, durch dieses Tor. Also das hier ist eins der farbenfrohsten Gebiete eigentlich noch. Also hier der kleine Weg, meine ich. Und das ist einer meiner Hassgegner als Melee. Die kriegen so wenig Schaden eigentlich. Also wenn man einhändige Waffen spielt, definitiv. Mit der Waffe geht es noch ein wenig. Ja, komm. Na, wieso drehst du den Rücken zu? Verdammt, verdammt. Das war nicht gewollt. Oh. Das war so nicht gewollt. Nein, geh weg. Komm, sei brav. Ich will hinter dich. Hast du was dagegen? Lass mich hinter dich. Ach, Mano. Komm schon.
Hm, warum ist es jetzt so brav? Ach, weißt du was? Nein, ein Sprungangriff sollte es werden. Ach, Manu. Okay, das hat anscheinend auch nur eine bestimmte Reichweite, die es gehen kann. Nun, das wusste ich jetzt gar nicht. Meine Güte, ich hasse die Dinger. Gerade als Melee. Oh. Ach, beim ersten Mal habe ich mich wie heißt es denn? Uchigatana gespielt und ich bin an denen hier fast verzweifelt. So, das ist schon mal ein bisschen Schaden. Aua, aua. Das Gute ist, hinter denen ist direkt ein Leuchtfeuer. Willst du nicht chargen? Hör doch! Oh. Schande über dich, Schande über deine Kuh. Schande über mich. Scheiße, ich habe nicht gewechselt bekommen auf ein Schild. Ah ja. Ich glaube, ich nenne den ersten Part dieser Session das Failen beginnt. Übelster Abkack-Spack-Scheiße oder so. Da wir haben immer noch zweihändig geführt. Bah. Naja, da war ich zu langsam. Das liegt alles an der Hitze, ja. Nach dem souveränen Ornstein- und Smoke-Kampf könnt ihr mir das ja glauben, dass es an der Hitze liegt. Also bitte. Hat nichts damit zu tun, dass das Spiel schwerer wird. Lass mich doch durch, Kumpel. Muss ich dich wirklich umbringen? Du lernst es nicht. Okay, ich hab... Schissen, roll dich! Mann! Hatten wir echt schon so wenig Ausdauer? Ja, jetzt mach auch was, damit ich dich töten kann. Okay, was geht? Ich fange ganz schön an rumzufailen gerade. Na, das wollen wir ja eigentlich jetzt nicht so. Also ich will das nicht so. Euch würde ich das zutrauen, dass ihr das wollt. So. Ja, bei Dark Souls 2 wird das dann der Fall sein. Da werde ich wahrscheinlich in ein paar 20 Mal sterben oder so. Wenn ich anfange zu dual-wielden. Und ich frage mich, ob man bei Dark Souls 2 mit genug Stärke zwei Zweihänder führen kann. Ich meine, wenn das System beibehalten wird, hier kann man ja auch Zweihänder einhändig führen. Dann müsste man ja auch in Dark Souls 2 Zweihänder führen können mit genug Stärke. Ich bin sehr gespannt. Und du, Mistschwein, bist jetzt am Arsch. Wir holen uns erstmal die Seelen wieder. So. Ja, du weißt, dass wir da sind, okay. Verdammt! Ich hasse dich, du Schwein. Ja, komm, mach was. Okay. Okay. Oh! Hat sogar unseren Angriff damit weggeblockt. Das gibt's ja nicht. Mach etwas. Oh. Ich hatte schon lange nicht mehr so Probleme an diesen Schweinchen. Leider geht ja bei denen kein Backstep. Die sind ja auch am Bobbes gepanzert. Damit man keinen Überraschungsbuttsex machen kann. Die nehmen auch jeden Spaß aus dem Spiel raus. Mein Husten ist heute wieder schlimm. Ja, auf geht's. Nochmal zu den Schweinen. Wir lassen wieder mal die Wächter stehen. Den einen hier, boah, mal schauen. Wenn er direkt Platz macht, lassen wir ihn leben. Und machst du Platz. Das zählt. Du hast dich für uns rumgedreht. So. Mann, dieses zweite Mistschwein. Ich hasse dich. Das gibt es nicht. Das rennt uns einfach über den Haufen. Und der erste und der zweite Angriff haben verfehlt. Beziehungsweise der erste hat verfehlt. Und der zweite wurde abgebrochen. Boah. Diesen ultimative Poisebreaker, diese Stinkschweine. Mit so einem großen Seelenpfeil oder Seelenspeer sind die natürlich ein wenig einfacher. Aber naja, wir kriegen sie schon noch klein. Ich habe eigentlich keine Lust mehr, an denen zu sterben.